du nicht davor mal auf gutefrage.net da was durchgelesen? Boah, voll krass, ne? Da kriegst du Nasenbluten von, das ist nicht für die Nase gedacht, ne? Und es schreibt dir auch den Hirnstammkanal aus, ne, wenn du Pech hast. Und legst du monatelang im Wachkoma. Willst du das wirklich? Das war nicht für die Nase gedacht, ne? Überleg dir das nochmal gut. Und hier kommen Tipps zur Brausepause mit Brause-Challenge. Das Ziel ist einfach nur, dass ihr mit den Leuten connectet und Spaß habt. Erstens, überleg dir, welche Challenges du machen willst und probier sie unbedingt mit Freunden vorher aus. Zweitens, geh in einen lokalen Copyshop und lass diese Poster dort drucken. Du findest sie kostenlos auf unserer Webseite www.hyperaktion.de. Drittens, verteile die Brauseflyer vor Schulbeginn, um bei der Gelegenheit für die Brause Pause einzuladen. Viertens, lade deine Klassenkameraden und Freunde zur Brausepause ein. Fünftens, mach eine Durchsage, damit es auch wirklich alle hören. Sechstens, frag deinen Schulleiter nach einem zentralen Ort. Am besten die Aula oder bei gutem Wetter der Schulhof. Zu guter Letzt noch die Packliste für die Brausepause. Du brauchst unbedingt Becher, Cola, Brause und Eimer. Wenn du nochmal sehen willst, wie so eine Brausepause aussehen kann, dann schau dir dazu unser Beispielvideo auf hyperaktion.de an. Druckausgleich. Sag mal.